Was auch? Hallo, ich komme zu einem weiteren Formel 1 2023 Video und wir sind in einem Online-Rennen und ich würde sagen, bleibt auf jeden Fall dran, weil ich habe ein ganz spezielles Setup. Und ich wurde schon gedreht. Gelber Flügel schon, okay. Geil. Also ich würde sagen, ich versuche jetzt im Hintergrund so ein bisschen ein paar Plätze wieder gut zu machen. Und nebenbei erzähle ich dann noch kurz, was ich mit diesem speziellen Setup gemeint habe eigentlich. Weil, ganz einfach, also ich fahre ja grundsätzlich mit so einem Lenkrad-Controller, kann man sich das jetzt vorstellen. Es ist einfach kein normaler Controller, sondern ja, so ein... Oh, das hat keiner gesehen. Sondern halt so ein Setup, das man dann wirklich aufbauen muss, so, ne? Und das Ding dabei ist halt folgendes. Mein Schuh ist kaputt gegangen. Was? Eine Dive-Bomb, Digga. Ich wurde gekickt. Ich werde wirklich gekickt. Dafür habe ich aber den besseren Exit und... Zieh. Ey! Also das war jetzt nicht mein Fehler. Wir sind gerade Sechster. Perfekt. Aber ich werde jetzt wieder hinten einen reinbekommen. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Ja, mein Stuhl ist kaputt. Wie kann man sich das vorstellen etwas? Oh, stellt euch einfach so einen Gaming-Stuhl vor. Und da hat ja hinten so eine Lehne, wo man sich halt einmal anlehnen kann. So, ne? Eines Tages bin ich einfach ganz gemütlich so auf meinem Stuhl gewesen. So, hab mir nichts Böses dabei gedacht. Und auf einmal ging der kaputt. Aber das halt nur auf einer Seite so, ne? Also stellt euch jetzt vor, ihr hockt in einem Stuhl drinne und die linke Seite, die geht einfach kaputt und ihr seid so nach hinten links gelehnt, so mäßig. Genau so war das halt bei mir und ich habe das dann versucht irgendwie zu reparieren, hat nicht ganz geklappt. Und deswegen habe ich jetzt einen riesen Abstand zum Bildschirm, weil ich mich einfach sonst nicht anlegen kann. Und ich muss mich extremst wieder an das neue Setup gewöhnen. Scheiße, Mann. Also aktuell 7. von 13. Ich würde die Platzierung eigentlich sehen. Seit wann überholt man von dort? Okay. Ich habe ihm jetzt immer mal die Position gegeben. Ich möchte ja nicht unfair fahren. Da gibt mir ja auch Platz hier. Also ich glaube, wir haben hier einen besseren Exit bekommen und wir können ihn überholen. Perfekt. Mal wieder unseren alten Platz zurück. Und ich bekomme jetzt schon mega Nackenschmerzen, weil ich mich halt einfach nicht anlehnen kann. Ja, danke für die Attacke. Irgendwas sagt mir, dass es nicht gut kommen wird. Wie fährt denn der Typ auch? Müsste dafür nicht schon längst ein paar Sekunden bekommen? Was macht denn der da? Letzte Runde. Ich befürchte, ich werde ihn nicht aufholen können, aber es ist mir ein Rätsel, warum der keine Strafsekunden bekommt. Bei der Scheiße, die er da veranstaltet. Oder veranstaltet? Keine Ahnung. Was macht denn der? Okay, einfach so? Einfach so? Einfach so kam einer geflogen, okay. Also das mit dem Platz können wir uns jetzt komplett abschminken. Der hat mich jetzt wirklich komplett aus der Fassung gebracht. Hey, alles klar. Der andere ist jetzt hier noch... Hat er mich jetzt ernsthaft gebreaktestet? Ich habe nicht gut reagiert, gar keine Frage, aber ernsthaft. So, zweites Rennen, dieses Mal in Portugal und ich bin die Strecke, glaube ich, actually noch nie gefahren, sondern nur in dem Probedurchlauf, aber ich habe die gar nicht mehr im Kopf. Und Alter, wie lenkt sich der Wagen? Warum ist denn der so empfindlich? Alter, scheiße, bin ich die Strecke nicht gewohnt. Mir ist vorhin gerade eingefallen, so als das Rennen angefangen hat, so, dass ich halt die Setups eben gemacht. Also ich habe mittlerweile für jede Strecke halt einfach ein Setup so. Und mir ist gerade vorhin gerade eingefallen, so, hey, habe ich die überhaupt ausgewählt? Ja, das lief wahrscheinlich nicht so ganz optimal für den. Aber das tut mir leid. Ich komme hier selber nicht klar auf die Strecke. Alter, ich hätte vielleicht schon mal Probe fahren müssen. Das wäre wahrscheinlich noch ganz praktisch gewesen. Lass ich überholen auf fair. Dann lässt der mich jetzt aber auch überholen hier, weil ich habe hier... Hier habe ich das Recht drauf, oder? Ja, wie ein guter Formel-1-Fahrer, Digga. Und wir sind Erster? Aber hey, das Setup ist ja mega geil. Also ich rutsche fast gar nicht. Ja, ist er ein bisschen gefrustet oder warum hat er mich jetzt zwei, dreimal gerammt? Dritter. Also ich weiß jetzt gerade nicht, ob die Fahrer einfach irgendwie schlecht sind, aber ich habe hier nicht das Gefühl, dass ich schlecht bin auf der Strecke und ich bin die eigentlich nicht gefahren. Okay, hier lande ich aber dann wieder im Kies. Das zeigt doch vielleicht ein bisschen okay, weniger Skill. Eine Dive-Bomb auf süß. Und das ist die zweite saubere Runde. Gelbe Flagge, das heißt, hier können wir einen Platz gut machen. Und wir sind Zweiter. Ich muss mich gerade die ganze Zeit hier mit so einer Hand so am Tisch festhalten, damit ich mich nicht abdrücke von der Bremse oder vom Gas, weil das Setup jetzt gerade eben so, sag mal, so spontan ist. Aber das klappt eigentlich noch recht gut. Und ich muss sagen, ich bin gerade richtig stolz drauf, dass wir Zweiter sind. Aber ich habe keine Ahnung, wie viele von den Fahrern jetzt hier eigentlich Bots sind, weil ich habe schon gesehen, dass es ein paar Bots gibt. Also vielleicht jetzt nicht in dieser Runde, aber ich habe in der vorherigen Runde zumindest irgendeinen Spieler gesehen, bei dem AI drauf stand. Okay, alles klar. Wir sind Erster? Hä, wie das jetzt? Wo habe ich ihn überholt? Hä? Ist er DNF'd? Oh, das ist jetzt natürlich, das ist jetzt ein gefundener Videotitel, ne?
Also wenn ich das jetzt nach Hause fahren kann, dann ist es der Titel, ganz einfach. Oder irgendwie was Thumbnail-ähnliches. Von wo habe ich denn dieses Portugal-Setup runtergeladen? Das ist ja mega geil. Am Ende ist es das von Craxy, ich sehe es kommen. Aber es sind anscheinend schon ein paar DNF'd. Wir haben jetzt Ende der vierten Runde. Wir kommen jetzt gleich in die fünfte und letzte Runde rein. Wir haben einen guten Abstand bis jetzt. Ich glaube, das wird ein erster Platz. Und ich möchte mir das jetzt um keinen Umstand versauen. Das ist jetzt kein Ranken, müsste ich fairerweise anmerken, so. Sondern einfach so eine Random-Lobby. Aber das schadet trotzdem nicht, wenn man mal Erster wird, oder? Vor allem, da kann ich auch mal die Animation zeigen, so wie man Erster wird. Weil das wird sicher nicht oft passieren. Also, ich glaube, das ist jetzt irgendwie eine der vorletzten Kurven oder so, bevor wir im Ziel drin sind. Und doch, das ist jetzt hier die große Kurve, hier die eine. Und dann sind wir gerade auf der Zielgeraden und ich bin mir sehr, sehr sicher, beziehungsweise wir sind jetzt eigentlich so gut wie sicher der Erste und karierte Flagge im Ziel. Rennsieger No Skin Hater. Es haben zwar nur 9 Leute mitgemacht, in Anführungsstrichen, aber ich habe trotzdem den Erfolg freigeschaltet und hier, Erster, wichtig. Fahrer des Tages, was? Wieso er? Wenn ich jetzt vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken, dann weine ich. Dann weine ich wirklich. Wir haben hier endlich den Screen, wir sind Erster. Sogar mit einem Pokal. So, und damit hallo zum letzten Rennen, sorry. Und ich habe gerade den Start mies verpeilt. Ist vielleicht aber gar nicht schlecht, weil wir sind in Monaco und hier wird's... Ja, hier wird's krachen. Das habe ich kaum gesehen und hier wurde ich jetzt einfach gepusht. Das tut mir jetzt echt leid. Aber... Ja, regelwidriges... Es ist so crazy. Es ist so dämlich manchmal, das Game. Ne? Es ist unglaublich. Ich wurde da extremst offensichtlich ja von hinten angestupst, dass ich da eigentlich nur nach vorne fliegen konnte. Aber nö, gib mal die Position zurück. Und jetzt darf ich hier gucken, wie ich von hier hinten aus irgendwie noch Anschluss finde. Ist ja mal wieder geil gelaufen, ne? Abgesehen davon, dass ich eh scheiße in Monaco bin, muss man mir jetzt noch das hier antun. Ja, also das ist jetzt natürlich nicht so das geilste Ende oder das Ende, das man sich für ein Video wünschen würde, aber ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwas reißen wird, sondern dass wir jetzt einfach diesen Platz oder vielleicht sogar noch einen schlechteren bekommen werden und das dann einfach so ins Ziel fahren oder vielleicht auch vorhin auch einfach schon DNFen oder sonst was, das kann natürlich auch sein, weil ja, Monaco ist halt echt nicht mein Fall, beziehungsweise die ganze Fahrtechnik hier im 23er Teil, die ist halt noch wirklich gar nicht drin bei mir. Und nochmal 2 Sekunden Zeitstrafe, aber wir haben den 15er überholt oder... Was für eine Platzierung der gerade hatte. Und sind jetzt zumindest im Herzen 13. Ja, war nicht so meins, ne? Aber dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Falls ihr irgendwelche Tipps oder ähnliches habt, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Ansonsten macht's gut, bis dann. Ciao!